Guten Tag, ich begrüße die Zuschauer auf YouTube zu unserem Diskussionspanel Privacy Goes Iconic. Können Icons die DSGVO mit Leben erfüllen? Ich bin der Moderator und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Kartag. Ich bin Professor für die Abteilung Grafikdesign und Vorstand des Instituts für Design an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Ich werde jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Panels vorstellen, werde mit leider der einzigen Frau beginnen. Ich möchte begrüßen Rebecca Wenig. Sie ist Designerin, Studentin meiner Abteilung Grafikdesign und Vertreterin des Siegerteams der Online-Abstimmung im Standard zu den Entwürfen, die bei uns in der Klasse in Kooperation mit Professor Forger und Professor Burgertrufer entstanden sind. Ich werde jetzt die weiteren Teilnehmer vorstellen in alphabetischer Reihenfolge. Ich begrüße Erwin Bauer als Kommunikationsdesigner und CEO des Studios Büro Bauer, langjähriger Wortführer für barrierefreie Gestaltung, Dozent an unserer Klasse für Grafikdesign und Angewandte. Willkommen. Ich begrüße Herrn Christian Burger als Head of Community Management beim Standard und wird uns über den Response des Standard-Forums berichten. Hallo. Hallo. Ich begrüße Herrn Nicolas Forgo. Er ist Jurist und Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht am Juridikum der Universität Wien. Hallo. Ich begrüße Herrn Fritz Ofenauer als Abgeordneter zum Nationalrat für die ÖVP. Vorsitzender des österreichischen Datenschutzrates, der die Bundesregierung und die Landesregierungen in rechtspolitischen Fragen des Datenschutzes berät. Hallo. Ich begrüße Peter Purgertrofer. Er ist Professor für Human-Computer Interaction und User Experience Design an der Technischen Universität Wien. Ich begrüße Eckhard Riedl. Er ist Leiter des Bereichs Datenschutz im Bundesministerium für Justiz. Herzlichen Dank. Schönen guten Tag. Ich begrüße Matthias Schmiedl, er ist stellvertretender Leiter der Datenschutzbehörde, war davor im Verfassungsdienst und beim Verwaltungsgerichtshof tätig. Herzlich willkommen. Gut. Ich begrüße Martin Sellmeier, er ist Jurist, langjähriger Kabinettschef des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker gewesen, danach Generalsekretär der Europäischen Kommission und seit 2019 leitet er die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Ich werde diese Diskussion mit maximal 60 Minuten ansetzen und möchte gleich beginnen damit, dass ich Herrn Professor Forgo bitte, die Projektidee vorzustellen und deine Sicht der Dinge über dieses Projekt zu erklären. Das ist sehr nett. Ich kann mich ganz kurz fassen. Die Projektidee war sehr einfach. Menschen tendieren dazu, Datenschutzerklärungen nicht zu lesen. Dieser Befund ist seit langem bekannt. Er führt dazu, dass die Datenschutzerklärungen nicht kürzer, sondern länger werden. In der DSGVO, in der Datenschutzgrundverordnung, ist die Möglichkeit vorgesehen, dass man die Informationen, die die Betroffenen erhalten sollen, auch in Icons gießen kann. Und ich habe das immer wieder mal gelesen und mir dann immer wieder mal gedacht, es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, solche Icons zu entwickeln. Und dann habe ich gemeinsam mit dem Herrn Albrecht, der heute nicht da ist, aber sehr wichtig ist, der Datenschutzbeauftragte an eurer Hochschule ist, und ein ehemaliger Student von mir, darüber nachgedacht, ob man nicht so eine Kooperation machen könnte. Und daraus ist dann diese Idee entstanden. Wir haben dann auch noch die TU mit dem Herrn Burgertrofer und den Standard mit ins Boot geholt, weil wir uns gedacht haben, man sollte doch mal ausprobieren, ob es einfach oder schwer ist, Icons, mit denen Datenschutzinformationen verbunden werden, zu produzieren. Ich kann jetzt sagen, es ist leider nicht so einfach, wie ich mir am Anfang gedacht habe. Könntest du vielleicht noch kurz beschreiben, wie wir dieses Projekt gemeinsam angegangen sind, im Sinne Ja. der Zusammenarbeit? Ja, wir haben Studierende der Rechtswissenschaften und Studierende deiner Klasse, also das Design, zusammengebracht. Das waren Gruppen von je ungefähr 20 Studierenden.
Und wir haben Studierende der TU gebeten, auch beizutragen aus dem Bereich vom Herrn Burgerthofer, um dann die technische Implementierung mit zu begleiten. Das war, glaube ich, auch für die Studierenden eine recht interessante Erfahrung, weil JUS-Studierende nicht oft mit Grafikdesignerinnen zu tun haben und umgekehrt. Die haben sich dann mehrere Wochen lang intensiv in Arbeitsgruppen mit im Schnitt ungefähr 5 Personen getroffen und unterschiedliche Entwürfe entwickelt, von denen wir dann als Jury versucht haben auszuwählen, welche uns als besonders gelungen erschienen sind. Und die wiederum sind dann in einem Wettbewerb über die Kooperation mit dem Standard dem Publikum zur Abstimmung zur Verfügung gestellt worden. Das Publikum hat darüber abgestimmt und hat auch einen Siegerentwurf mit relativ sehr deutlicher Mehrheit gefunden. Und da stehen wir. Bevor wir Rebecca Wenig fragen, die Vertreterin des Siegerteams ist, möchte ich dich bitten, Nikolas, kurz das Siegerentwürfe zu zeigen. Danke. Wir sehen hier 4 Icons zu den Themen sensible Daten, Datentransfer außerhalb der EU, Tracking und Entschlüsselung. Ich möchte jetzt Rebecca bitten, kurz aus ihrer Sicht zu beschreiben, wo die Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesem Projekt waren, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet hat. Und wie Sie schlussendlich auf diese Entwürfe gekommen sind. Rebecca, bitte. Ja, also wir waren ein Studiententeam von jeweils 2 JUS-Studenten, 2 Gestaltern. Es waren unglaublich viele Herausforderungen bei unserer Zusammenarbeit. Vor allem am Anfang war es schwierig, einfach Prioritäten zu setzen. Also wenn man nur mal auf die inhaltliche Ebene eingeht, wir hatten unglaublich viele Diskussionen darüber, was ist jetzt wirklich wichtig herauszupicken aus der DSVGO und welche Textpassagen sind auch wirklich wichtig für den User. Also jetzt nicht für mich als Jurist, weil ich das spannend finde, oder als Gestalter, was für mich jetzt einfach umzusetzen ist, sondern was ist wirklich, was hat Priorität inhaltlich. Und da sind wir auf viel Spannungsfelder gestoßen. Wir hatten dann eine Auswahl getroffen und die war eher, ich würde es als radikal pragmatisch beschreiben. Wir wollten einfach einen Ansatz finden, der sowohl inhaltlich als auch gestalterisch klar und informativ rüberbringt, um was es eigentlich in der DSVGO geht. Und also aus der gestalterischen Perspektive heraus, wir dachten uns auch, okay, so schwierig kann das nicht sein. War es aber schlussendlich dann doch. Also ich gebe mal ein paar Beispiele von Reibungspunkten oder von bestimmten Feinheiten, die sich dann im Gestaltungsprozess rauskristallisiert haben. Wir hatten anfangs einfach sehr viele Probleme damit zu reduzieren. Also bestimmte Textpassagen, die uns von den Juristen dann gegeben wurden, von den Studierenden, die gesagt haben, okay, das sind interessante Passagen auch für die User, die Informationen rüberzubringen. Als wir dann versucht haben, das runterzubrechen in ein Icon, haben wir gemerkt, okay, die Elemente sind zu viel, es flattert zu viel rum, wir müssen das runterbrechen. Das war ein Punkt, der unglaublich viel Feingefühl auch irgendwie und Feingespür gebraucht hat dann bei der Umsetzung. Außerdem hatten wir immer wieder Diskussionen, und das wäre interessant, so es auch nochmal vielleicht aufzubrechen und weiter zu diskutieren, bei bestimmten Icon-Sets, bei denen wir uns am Anfang eigentlich relativ sicher waren. Also bei dem ersten Icon, das am Anfang gezeigt wurde mit den sensiblen Daten, dachten wir als Gestalter, okay, das ist ein sicheres Pferd, auf das wir das setzen, weil wir einfach sensible Daten schnell und informativ gestalterisch umsetzen könnten. Als wir uns dann aber nochmal inhaltlich mehr damit beschäftigt haben, war halt dann wieder die Diskussion, okay, wir müssen aus der Sicht des Users denken, weiß jeder, was sensible Daten sind und was unter diese Unterpunkte fällt. Also es war dann irgendwie auch wieder so die Frage, ist das nur ein Überbegriff, den wir jetzt als Iconset präsentieren,
Oder gehören dann extra Minisets dazu, die dann diesen Überbegriff wieder erklären? Solche Sachen sind halt ständig in den Prozess mit reingegangen und haben uns irgendwie auch immer wieder so Steine in den Weg geworfen, weil wir halt nicht wussten, inwiefern weiß eine breite Masse bereits schon die Details über die DSVGO oder wie informiert es jeder. Ja, also es waren so die Grundsachen. Und also ich kann noch ein Beispiel bringen, das halt dann auch erst ganz zum Schluss wirklich ersichtlich wurde bei der Farbigkeit. Vielleicht kann man das auch nochmal kurz einblenden. Auf dem Papier, als wir das Konzept dazu erstellt waren, waren wir uns sicher, es ist logisch zu sagen, man nimmt Rot her als ein Alarmsignal, das immer auf das Daten-Icon konnotiert wird und Blau ist die informative Ebene, was passiert mit den Daten. Erst bei der Endpräsentation hat dann, glaube ich, jemand aus dem Publikum gesagt, ja, am Papier sehr logisch, aber wenn ich das mit den Augen betrachte, wäre es nicht interessanter oder informativer zu sagen, Rot ist für die informative Ebene, nicht für das Daten-Icon. Also es ist auch wieder so eine offene Frage, bei der es interessant wäre, das Thema einfach vielleicht nochmal aufzubrechen oder das Ganze in einer Testgruppe zu zeigen, um einfach einen Erfahrungswert da raus zu generieren. Und wir haben uns auch sehr reduziert, also es sind nur 4 Icons, die wir präsentieren. Ich glaube, andere Teams hatten doppelte Menge an Icons. Wir haben das deswegen so gemacht, weil es einfach ein geschlossenes Set sein soll. Es war anfangs auch so eine Thematik, es sah nicht einheitlich aus. Wir haben uns dann immer auf dieses Kreissegment beschränkt. Und ich finde, es funktioniert innerhalb dieser 4 Icons in diesem Set ganz gut. Aber wenn man das jetzt als persönlichen Anspruch nimmt, das weiterzuentwickeln und wirklich ein Set mit 12 oder 20 Icons für die DSVGO zu entwickeln, ist halt die Frage, ob diese Begrenzung, die wir uns da gesetzt haben, nicht einfach wieder ein Stolperstein ist. Also es sind so ganz viele, viele Fragen, die aufgetreten sind. Danke, Rebecca. Ich möchte vielleicht auch noch dazu sagen, dass es ja insgesamt 8, 9 Projekte gab in der Klasse. Ja. 4 davon wurden zur Abstimmung im Standard vorgestellt und auch an diesen 4 konnte man etwas sehen, was sich durch alle Projekte durchgezogen hat, nämlich dass es keine grundlegende Einigung gab, ja, darüber, welche Sachverhalte in Icons dargestellt werden sollen. Ja. Teams haben ganz unterschiedliche Entscheidungen getroffen, auch die Juristen waren sich hier nicht einig. Ja. Und das allein war schon eine sehr interessante Beobachtung zu sehen, ja, wie komplex diese Datenschutzgrundverordnung ist und wie schwer es auch ist, daraus die relevanten Dinge für User zu ziehen. Ja. Weil wir jetzt gerade auch bei der Vorstellung dieses Projekts sind, würde ich gerne den Herrn Burger bitten, bisschen Feedback zu geben, was die Community des Standards, also eine gewisse Art der Öffentlichkeit, als Feedback zu diesem Vorhaben gemeldet hat. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da ein bisschen erzählen kann, was so eine Community mit so einem Projekt macht und mit so einer Abstimmung macht und mit dem Thema macht. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung der Größenordnung. Wir hatten oder haben 2 Artikel beim Standard online. Der erste ist eine Erklärung des Themas und auch der Hinweis auf die Veranstaltung. Da läuft jetzt auch dieser Stream der Diskussion drinnen. Beim zweiten ging es dann um die Icon-Sets an sich, die zur Wahl gestanden sind und um das Voting. Bei beiden Artikeln gibt es so wie immer beim Standard Foren dazu. In einem Forum, im ersten Forum zur Erklärung und Veranstaltung gab es nur 15 Postings, im zweiten Forum zu den Icon-Sets und zum Voting gab es 72 Postings, also insgesamt knapp unter 100 Postings. Das ist grundsätzlich nicht sehr, sehr viel. Bei der Abstimmung, wo es darum gegangen ist, das Siegerset zu küren, da gab es schon mehr, da gab es knapp 1000 Teilnahmen an dieser Abstimmung. Und das zeigt eines ganz schön, dass diese 90-9-1-Regel im Internet, die von Jacob Nielsen einmal entwickelt wurde, auch hier zutrifft. Also auf einen User, der sehr aktiv ist und
und tatsächlich was postet dazu, was sagt dazu, kommen 10 User, die eine leichte Interaktion zeigen, wie zum Beispiel bei dem Voting teilnehmen. Und dann kommen noch einmal 100 User auf diesen einen sehr aktiven User, die sich das Ganze nur anschauen, die das sozusagen nur lesen. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die Diskussionen, die zwar relativ kurz waren, aber trotzdem interessant waren, eingehen, die es im Forum gegeben hat. Wie immer ist es ein bisschen ein Durcheinander. Es geht zum Beispiel darum, wie ist die DSGVO ganz allgemein für Unternehmen. Da gab es so ein bisschen den Hinweis, okay, für die Kleinen ist es schlecht, die Großen richten sich sowieso ein. Es ging um den Sinn und Unsinn zu der Cookie-Zustimmung aus User-Sicht. Da gibt es eher so einen Konsens, das ist total sinnlos, da kommt so viel, man kennt sich sowieso nicht aus. Ein paar persönliche Erzählungen gab es aus jemandem, der einen privaten Foodblog betreibt oder jemandem, der beruflich in einem IT-Unternehmen tätig ist. Dann, wie es um die Icon-Sets selber gegangen ist, also in dem etwas größeren Forum, da haben ein paar User etwas reingepostet, nämlich welches Set ihnen am besten gefällt und warum. Das ist jetzt sozusagen, wenn es ein Voting gibt, ein bisschen problematisch zu sehen eigentlich. Also wir hätten das von der Moderation vielleicht auch so ankündigen sollen, dass man nicht sagt, welches man als Bestes findet, weil das sozusagen das Voting selber beeinflusst. Was gab es sonst? Also es wurde dann auch teilweise diskutiert darüber, es gab so Wortmeldungen, alle Sets sind schlecht. Dann gab es aber auch Leute, die es ein bisschen besser ausformuliert haben, die gesagt haben, okay, das Verständnis für die einzelnen Sachverhalte ist schon so schwierig. Folglich ist es auch schwierig, das in Icons und in Icon-Sets zu packen. Und sozusagen die Umsetzung in die Icon-Sets ist eigentlich nicht so schlecht, aber es ist grundsätzlich schon schlecht verstehbar, was sich dahinter verbirgt. Es gab auch Lob zum Beispiel zu allen Sets, sozusagen, dass man aufgrund der schwierigen Aufgabe trotzdem recht gut gearbeitet hat. Es gab dann zu einzelnen Sets eben, wie ich schon erwähnt hatte, sozusagen die Gründe, warum das jemandem am besten gefallen hat, zum Beispiel auch zu dem Siegerset gab es so etwas. Es gab ganz konkrete Verbesserungshinweise zu einzelnen Icons, habe ich auch recht interessant gefunden. Also da sieht man, dass sich auch manche Leute wirklich im Detail sozusagen mit dem Thema und mit den Icons auseinandergesetzt haben. Es gab einen Vorschlag, wie man das Voting an sich besser durchführen kann. Also das ist auch so etwas, User gehen immer ganz gerne auf diese Metaebene und sagen, wie könnte der Standard zum Beispiel irgendwas besser machen? Ja, und auch hier wiederum in dem gleichen Forum Sinn und Unsinn der DSGVO ganz allgemein. Es gab ganz wenig, also insgesamt kann man schon sagen, die Diskussion war eher sachlich. Es sind dann, glaube ich, zwei User miteinander ein bisschen in einen Konflikt geraten und die waren dann auch angriffig. Da habe ich dann 5 Postings im Nachhinein, also erst wie ich es gesehen habe, löschen müssen. Und dann gibt es auch noch eine interessante Sache. Es gibt immer Leute, die dann sagen, es gibt aber wichtigere Themen. Und auch das ist hier vorgekommen. Was kann man als Fazit sagen? Eigentlich gab es recht interessante Postings. Es ist immer schwierig für die Leserinnen und Leser, diese Postings zu identifizieren. Und das ist normalerweise unsere Rolle, dass wir als Moderatorinnen und Moderatoren diese interessanten Postings dann herausheben und sozusagen dem Forum voranstellen. In dem Fall haben wir das aber erst ganz am Schluss gemacht, weil wir bewusst auch nicht eingreifen wollten und nicht das Voting noch zusätzlich irgendwie beeinflussen wollten. So, das ist mein Fazit aus dem Forum und aus der Beteiligung der Standard-Userinnen und User. Vielen Dank, Herr Burger. Ich habe das ja natürlich auch ein bisschen gelesen, wie wahrscheinlich alle hier. Ich habe auch so ein bisschen als Tenor in diesen Kommentaren gespürt, eine gewisse Frustration auch mit diesem Thema. Ja. Bevor ich darauf noch ein bisschen mehr eingehen möchte, würde ich gerne Erwin Bauer grundsätzlich zur Macht und Ohnmacht der Zeichen befragen, wo er die Chancen und die Limitierungen einer Ikonografie sieht. Ja,
sehr spannendes Thema, weil Limitierungen ist ein gutes Stichwort. Die Zeichen sind immer nur so gut wie der Kontext, in dem sie präsentiert werden. Und das zeigt natürlich schon, was an der Aktion sehr, sehr gut ist, ist, dass es hier einen User-Test gibt und nur dadurch, welches Feedback wir von den Userinnen kriegen, können wir eigentlich einordnen, was wir als Designerinnen machen. Das heißt, das ist schon ein wesentlicher Aspekt, der hier sehr gut ist. Aber natürlich können wir nicht alle Zielgruppen gleichermaßen bedienen, obwohl wir es jetzt wir sind sozusagen mit einem europäischen Thema befasst. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Menschen einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben. Allerdings haben die auch wieder verschiedene Dinge gelernt und können sie dekodieren oder nicht dekodieren. Wenn wir nicht wüssten, dass Mann und Frau WC bedeutet in einem bestimmten Kontext, dann würden wir es nicht lesen können. Das heißt, die wenigsten Zeichen sind selbsterklärend. Und ich fand jetzt sehr spannend, dass die Rebecca zum Beispiel über Farbe gesprochen hat, wie relevant zum Beispiel so ein Thema ist, weil es die Aussage noch unterstützen kann. Das Blau macht natürlich die Lesbarkeit der Sterne in der EU-Flagge viel leichter. Und da sieht man schon, welche Aspekte müssen da reinspielen, damit überhaupt eine Lesbarkeit gegeben ist. Da kann man jetzt natürlich die Diskussion anzetteln. Kann ich etwas Neues erfinden, wie es einige studierende Gruppen gemeint haben? Sie können es machen, etwas Experimentelles, Abstraktes, um illustrativ zu unterstreichen, wo es darum geht. Oder geht es um die Eindeutigkeit der ikonischen Erkennbarkeit? Und da sind Zeichen natürlich limitiert, logischerweise. Die Rebecca hat das mit den Händen genannt, das Beispiel, das erste. Und dort hat man gesehen, sensible Daten, da steht das Symbol der Hand für Sensibilität, ja, weil wir damit etwas spüren oder etwas beschützen, etwas umfassen. Aber natürlich könnte die Hand auch komplett anders interpretiert werden. Das heißt, ich kann nur sagen, Human-Centered Design muss in dem Fall auf jeden Fall gekoppelt sein mit einem genauen Blick der Userinnen und Feedback, weil dann kommen die verschiedenen Perspektiven in die Diskussion rein und dann kann der Diskussionsprozess erst so richtig losgehen. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Erwin, Riedl, Sie möchten dazu etwas sagen. Ja, vielen Dank. Also Eckhard Riedl, mein Name, Leiter der Stabsstelle Datenschutz im Justizministerium. Ich nutze jetzt hier die Möglichkeit, meine zwei akademischen, sehr unterschiedlichen Laufbahnen zu verbinden. Ich hätte nie gedacht, dass das einmal möglich sein wird. Ich komme nämlich eigentlich von der Rechtsgeschichte in Graz und mit dem dortigen Schwerpunkt der Rechtsikonografie bei Professor Kocher, neben meinem News- und Kunstgeschichte-Studium und jetzt im Bereich des Datenschutzes. Und jetzt kann man tatsächlich diese Dinge verknüpfen mit Ihrem Projekt, das ich also wirklich sehr, sehr begrüßen möchte in dem Zusammenhang und würde jetzt einen gewagten Vergleich anstellen, dass es viele Parallelen eigentlich gibt, rückblickend historisch betrachtet, wenn man sich Bildsprache, Symbolsprache unter Juristen ansieht mit dem Projekt, das Sie jetzt hier vorführen, mit dem Projekt praktisch jetzt in unserem Jahrhundert, wie eben die Bildsprache bei Juristen generell etwas ist, das man eigentlich aus der historischen Tradition kennt. Ich verweise hier auf sehr augenscheinliche Beispiele, wie eben die Bilderhandschriften im Mittelalter, Corpus Juris Civilis. Und hier, glaube ich, kann man eigentlich viel aus diesen historischen Beispielen lernen und verknüpfen mit dem Projekt, das Sie hier aufgezeigt haben, weil nämlich immer wieder ein Vorwurf auch dahingehend ist, dass man hier zu komplizierte juristische Aspekte und Gegebenheiten nicht darstellen kann. Glaube ich, das muss nicht zutreffen, wie uns eben auch die Geschichte lehrt. Wesentlich ist dabei immer das Lesen können der Bildsprache, das Lesen können der Symbole, wie auch schon angesprochen, die Hand hier oder komplexe Gegebenheiten. Ich habe hier so willkürlich ein Beispiel etwas aus dem Sachsenspiegel herausgenommen, wenn man das hier so sieht, wo man hier im Wesentlichen das Bild sieht, dass hier ein extrem komplexer Sachverhalt dargestellt wird, in einem einzigen Bild aus dem Mittelalter kommend, wo man hier eine Person sieht, die eine andere erdolcht. Aufgrund der Farbgebung der Kleider erkennt man, dass das alle untereinander Verwandte sind. Der Bart des Ermordeten zeigt, dass das der Vater ist und sein Sohn ihn ermordet. Mit der einen Hand greift er bereits nach den Ehren am Boden als Zeichen, als pars pro toto für die Liegenschaft, die er jetzt erben will. Weil er diesen Erbanspruch erhebt und im Hintergrund sieht man seinen Bruder aufgrund der gleichen Kleidung erkennbar, den allerdings wegschiebt und selbst auf diese Ehren greift, weil er nun nicht mehr in die Erbposition eintritt.
vor dem Hintergrund, dass eben der Grundsatz blutige Hand nimmt kein Erbe durchschlägt und daher diese Möglichkeit nicht besteht, hier das darzustellen. Das heißt, man hat hier Gründe der Erbunwürdigkeit, man hat hier ein Tötungsdelikt, man hat hier komplexe Verhältnisse innerhalb der Familienstruktur im Rahmen der Erbfolge, die man hier mit einem Bild eigentlich darstellt. Und wenn man das jetzt umlegt auf den heutigen Bereich, sind, glaube ich, die Dinge, die wir uns stellen müssten, die sich sicherlich auch im Projekt gestellt haben, mit den Anforderungen, die an ein solches Projekt herangetragen werden, aufgrund der DSGVO und den Vorgaben, glaube ich, durchaus vergleichbar. Der Sachsenspiegel im Wesentlichen wollte Bilderhandschriften erzeugen, um hier im Wesentlichen Leseunkundigen etwas zu vermitteln. Das ist jetzt natürlich nicht ganz umlegbar auf die heutige Zeit, aber ich glaube, die Anpassung der Darstellungen von Informationen an die Wahrnehmungsgewohnheiten der Nutzer ist schon etwas, was man auch heutzutage kennt. Und hier, glaube ich, passen ja diese Icons sehr gut in die sehr schnelllebige, jugendlich, fröhlich, unbeschwerte Zeit unserer Gegenwart. Was man auch wollte im Mittelalter, war eine Verbreitung zu erzielen, eine Verbreitung zu erhöhen. Auch hier, glaube ich, bei den Icons geht es darum, Transparenz zu gewähren, möglichst schnelle Erfassung von komplexen Sachverhalten auf einen Blick erkennbar machen. Das, glaube ich, war letztlich auch die Vorgabe in den Bilderhandschriften im Mittelalter. Ein Vergleich weiters noch ist natürlich auch, dass man sagt, ich will jetzt nicht zu viel Zeit aufwenden, ich will etwas sehr schnell, sehr komplex mit einem Blick erkennen können. Also Zeitersparnis ist etwas, was hier im modernen Bereich genauso relevant ist wie im mittelalterlichen Bezug, weil man eben auch da nicht die Möglichkeit gehabt hatte, sich intensiv mit solchen rechtlichen Konstellationen zu befassen. Daher auch die Kombination Bild und Text bei den Bilderhandschriften ist ja immer eine Verquickung gewesen, dass ich mit Bildbuchstaben zugehört habe, den Textpassagen. Das Gleiche finden wir aber auch heute in der DSGVO, wenn eben genau diese Bild-Icons gedacht sind als Ergänzung zu den beschriebenen Informationen, zu den sachlichen Informationen, die ich immer in einem anderen Medium erhalten muss. Niemals alleine sollen die Icons diese Informationen geben. Auch hier, glaube ich, kann man eine sehr gute Querverbindung sehen. Und letzter Punkt vielleicht auch noch. Es bedarf natürlich, damit das erfolgreich ist und gelesen werden kann, eines Lernprozesses, dass die Betrachter, die Nutzer, die Symbole, die verwendete Symbolik auch lesen können. Das war im Mittelalter bei den Bilderhandschriften nicht anders. Wie man hier im Bild vorher sagt, das ist die Verwendung eines Dolches zum Beispiel als Mordinstrument, ist für sich genommen schon ein Erschwernisgrund, weil der Dolch als unehrliche Waffe gilt und daher hier die besondere Vorwerfbarkeit und den schlechten Charakter dieser Tat unterstreicht. Genauso etwas braucht man natürlich auch in der heutigen Zeit, wo man Symbole lesen können muss und Symbole verstehen muss. Das ist, glaube ich, das Um und Auf eines solchen Icon-Satzes. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man hier viele Parallelen ziehen zu den Bilderhandschriften. Und auch die waren in der damaligen Zeit sehr erfolgreich. Und genauso erfolgreich, glaube ich, werden auch die Icon-Sätze sein. Und noch einmal von meiner Sicht finde ich das ein sehr, sehr gelungenes Projekt mit einer Verknüpfung eben aus kunsthistorischen, kreativen Elementen mit hin zu juristisch komplexen und komplizierten Themenbereichen. Also ich kann diesem Projekt wirklich nur alles Gute wünschen und meine Gratulation aussprechen. Vielen Dank, Herr Riedl. Hofenauer, Sie möchten sich zu Wort melden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank zum einen auch für die Einladung zu dieser Diskussion. Fritz Hofenauer, mein Name. Ich bin hier eingeladen als Vorsitzender des Datenschutzrates und auch Abgeordneter zum Nationalrat. Möchte auch dem Siegerteam ganz herzlich gratulieren. Diese Icons waren auch meine Wahl, was die Verständlichkeit auch betroffen hat. Und ich glaube, dass diese Diskussion gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil wir allgemein eine sehr große Komplexität unseres Lebens ja zum einen beklagen, aber jedenfalls feststellen müssen, dass unser Leben immer komplexer wird. Und die Aufgabe der Juristen im Allgemeinen und ja auch des Gesetzgebers sicherlich ist es ja, möglichst komplexe Sachverhalte möglichst allgemeingültig zu regeln. Und im Idealfall natürlich auch für jeden verständlich und damit entsprechend transparent. Nur muss man natürlich auch feststellen, dass viele Worte, um eben Sachverhalte möglichst allgemein erfassen zu können,
dass viele Worte allerdings Regelungen nicht unbedingt klarer machen. Und Herr Professor Forgo hat es in seinem Eingangsstatement schon ausgeführt, das führt dazu, dass Gesetzestexte immer länger werden. Und Frau Wenig hat es auch in ihrem Eingangsstatement ausgeführt, dass natürlich dann die Schwierigkeit besteht, festzustellen, was ist wichtig und was ist wirklich für ein Verständnis und für ein Umsetzen einer solchen Regelung, was ist wirklich wichtig. Besonders interessant habe ich jetzt gefunden, Herr Dr. Riesel, Ihre Ausführungen hin zum Sachsenspiegel, weil es wahrscheinlich immer schon so ist, dass ja Worte Bildern in den Köpfen der Menschen entstehen lassen und viele Worte ja, Regelungen nicht unbedingt klarer machen, aber jedes Bild, so wie Sie es ausgeführt haben, sagt mehr als 1000 Worte und wir möglicherweise in diesem Bereich wieder zurückgreifen müssen auf eine einfache und für alle verständliche Bildsprache, was natürlich nicht bedeutet, dass man diese Bilder nicht auch mit Worten entsprechend erklären muss. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unsere Gesetzestexte nur mehr in Bildern beschließen, aber es ist, denke ich, doch eine sehr sinnvolle Ergänzung, um komplexe Texte und komplexe Sachverhalte rasch begreifbar zu machen. Danke, Herr Hofenau. Herr Burger, wollten Sie etwas sagen? Ich habe gesehen, in den letzten Tagen ist uns ist etwas passiert, dass nämlich Apple auf dem App Store für alle Apps, die dort runterzuladen sind, eine eigene Sektion eingeführt hat über die Privatsphären-Einstellungen beziehungsweise was diese Apps mit verschiedenen Daten machen. Ich fand es sehr interessant zu sehen, dass die Lösung, die Apple dafür gefunden hat, ist, wo das Verhältnis zwischen Zeichen und Text 10-90% ist, schätze ich jetzt. Icons sind eigentlich nur dazu da, um verschiedene Überrubriken klein zu kennzeichnen, aber die Information, tatsächliche Information, ist hauptsächlich textbasierend. Das ist sehr interessant, weil wir natürlich damals in diesem Projekt davon ausgegangen sind, von einem sehr ambitionierten Ziel, nämlich wirklich zu versuchen, sehr komplexe Zusammenhänge rein in Zeichen zu visualisieren und verständlich zu machen. Es hat mich jetzt sehr fasziniert zu sehen, dass die Firma Apple es eigentlich nicht geschafft hat und eine sehr lange Kette Textinformationen bereitstellt, von denen sie hoffen, dass die User sie lesen. Nun haben wir natürlich im 21. Jahrhundert in unserem Kulturkreis nicht mehr so das Problem mit Analphabetismus, sondern eher mit Lesefaulheit. Das Problem, dass die DSGVO jetzt für uns als User rein in der Usability des Internets erzeugt, ist, dass wir plötzlich mit riesigen Kästen auf Webseiten konfrontiert werden, bevor wir quasi zur Webseite kommen, die uns Auswahlmöglichkeiten bieten. Diese natürlich auch durch sogenannte Dark Patterns, also durch Misleading Visual Information, also auch suggerieren, dass wir eigentlich nur auf den grünen Button drücken sollen, um alles zu akzeptieren. Ja? Weil tun wir das nicht, kommen wir in Untereinstellungen, die manchmal riesig sind. Ja? Da gibt jeder, inklusive mir, einfach nach kürzester Zeit auf. Ja? Meine Frage ist, jenseits der für mich oder ich denke mal für alle Feststellung, dass die Datenschutzgrundverordnung der EU grundsätzlich eine wegweisende ist, ja, hat sie eine subjektive Verbesserung für den User in der Usability des Netzes wirklich erzeugt? Es würde mich interessieren, wie das Panel das sieht. Herr Carter?
Erlauben Sie mir? Ja, Herr Kartak, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema hier diskutieren, weil vor einigen Jahren saß ich viele Nächte mit Jan-Philipp Albrecht und anderen zusammen und wir haben genau über diese Frage gesprochen, vor allem, ob wir bereits Icons in die Verordnung, in den Verordnungstext selbst hineinschreiben wollen. Es gab ja damals einen Vorschlag, auch wie das hätte aussehen sollen. Der Standard hat das vor kurzem nochmal sehr schön veröffentlicht. Ich muss sagen, aus heutiger Sicht bin ich froh, dass wir damals beschlossen haben, das nicht in den Text der Verordnung aufzunehmen. Denn einerseits waren die Symbole damals noch nicht ausgereift. Zum anderen ist es schwierig, eine solche Verordnung wieder zu ändern, weil sie ja doch ein sehr langfristiger Gesetzestext ist. Und wir haben damals, und das war, glaube ich, auch das entscheidende Argument, gesagt, es ist ja eine Datenschutzgrundverordnung, eine Grundverordnung, ein Rahmengesetz, das eben die Ausfüllung dieses Rahmens den Aufsichtsbehörden, aber auch der Praxis und den Nutzern selbst erlauben soll. Deshalb freue ich mich sehr, was Frau Wenig und das Siegerteam hier entwickelt haben. Ich habe mir das auch vorher angeschaut. Ich habe schon, Frau Wenig, viele, viele solche Entwürfe in ganz Europa gesehen. Es gibt ja mehrere Forschungsprojekte auf unserem Kontinent und weltweit. Und mir hat auch subjektiv, das ist eine rein subjektive Aussage, mir hat da Ihres von Anfang an besonders gut gefallen. Deshalb verstehe ich genau, warum Sie da zum Siegerteam geworden sind. Ich finde es auch sehr gut, dass wir allgemein darüber reden, hier in diesem Panel und auch in diesem Forschungsprojekt, wie man die Datenschutzgrundverordnung oder Gesetze allgemein verständlicher machen kann. Wir sehen das ja gerade in der aktuellen Corona-Krise, wie komplexe Regelungen, die auch sehr starke Bedeutung fürs einzelne Leben haben, nur dann Akzeptanz finden, wenn man sie in der Öffentlichkeit gut erklärt. Ich erinnere hier an den berühmten Babyelefanten, der, glaube ich, ein gelungenes Beispiel ist, um einen komplexen Sachverhalt deutlich zu machen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir auch bei der Datenschutzgrundverordnung und bei anderen Gesetzestexten arbeiten. Die Schwierigkeit dieses Ansatzes ist damals im Gesetzgebungsverfahren zwischen Kommission, Rat und Parlament sehr ausführlich diskutiert worden. Es ist deshalb auch festgehalten worden, ich erinnere da noch einmal, Frau Wenig hat darauf indirekt schon hingewiesen, dass es nicht darum geht, dass Bildsymbole die rechtlichen und schriftlichen Informationspflichten ersetzen sollen, sondern sie sollen nur ergänzend hinzutreten. Es geht um eine Kombination. Das heißt, man soll nicht diese Icons jetzt überfordern. Sie können nicht alles leisten. Sie können nicht die Komplexität so reduzieren, dass man in einem Bild alles erkennen kann, sondern sie sollen es erleichtern, sie sollen eine Hinweis- und auch Warnfunktion haben. Ich finde, das ist bei den Entwürfen des Siegerteams ist jedenfalls eine Möglichkeit, das sehr, sehr plausibel zu tun. Ich glaube, was auch damals ausschlaggebend war, und ich glaube, die Debatte heute und die Erfahrung bestätigt das auch und wichtig, wir müssen der Sache ein bisschen Zeit geben. Die Datenschutzgrundverordnung ist nur ein Rahmen und sie lebt davon, was Forschung, Praxis, Verbraucher damit machen. Und in der Verbraucherwelt entwickelt sich zurzeit etwas. Denken Sie, wie viele Jahre wir gebraucht haben, um im Lebensmittelrecht nach wie vor sehr umstrittene Ampel einzuführen und sie auch schrittweise weiterzuentwickeln. Man muss sich an so etwas auch gewöhnen. Also die Idee, dass man das genauso einfach wie bei einem seit Jahrzehnten bekannten, tradierten Verkehrszeichen von einem Tag auf den anderen für einen ganzen Kontinent schaffen kann, das ist, glaube ich, nicht realistisch, sondern wir müssen daran arbeiten, wir müssen es auch kommunizieren und deshalb war ja der Ansatz damals erstmal der Forschung eine Zeit zu geben, das zu testen und ich finde es sehr gut, diese Kombination, die Sie hier machen zwischen Kommunikationsdesign und Juristerei. Ich glaube, beides muss man zusammenbringen. Vielleicht muss man die Marketingbranche noch mit einbinden. Damit vielleicht müssen wir Herrn Fleischmann bitten, noch eine Kampagne dazu entwickeln. Der kann das ja, glaube ich, ganz gut. Und dann kriegt man vielleicht am Ende etwas hin. Die Kommission jedenfalls, und das möchte ich hier für die Debatte auch noch zu Protokoll geben, hat entschieden, dass wir von der Möglichkeit gesetzlich solche Icons vorzuschreiben, derzeit noch keinen Gebrauch machen wollen, sondern erstmal abwarten wollen, wie sich die Debatte und das Verbraucherverhalten entwickelt. Wir setzen hier sehr auf die Forschung und auf Forschungsprojekte wie Ihre und wollen sehen, was für Akzeptanz das findet. Wir hoffen, dass der Europäische Datenschutzausschuss und die Datenschutzaufsichtsbehörden hier auch entsprechende Empfehlungen abgeben werden, denn es ist ganz wichtig,
dass solche Symbole, Bildsymbole am Ende von einer breiten Akzeptanz getragen werden, dass man sie dann im letzten Schluss auch rechtlich verbindlich machen kann. Das haben wir in anderen Rechtsgebieten gesehen. Das ist möglich. Das kann aber nur der letzte Schritt sein. Erst muss die Praktikabilität und die Akzeptanz kommen. Und den letzten Stoß können sich ja dann auch gesetzliche Regelungen machen. Auch die Verkehrsschilder auf der Straße sind nicht nur deshalb Gebote und Verbote, weil wir sie alle verstehen, sondern auch, weil der Gesetzgeber am Schluss tätig geworden ist. Und das wird es sicher in einigen Jahren auch hier in diesem Bereich brauchen, auch aufgrund der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Herr Kartak, Sie haben Apple angesprochen. Apple wird es am Ende nur dann machen, es wird auch nur akzeptiert werden, wenn dahinter auch eine gesetzliche Entscheidung steht. Und dazu haben wir ja in der Datenschutzgrundverordnung eine explizite Möglichkeit, wie wir das in den kommenden Jahren zusammen mit dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat und dem Europäischen Datenausschuss machen können. Nochmal herzlichen Glückwunsch an das Gewinnerteam und ich freue mich, dass wir diese Debatte jetzt führen. Das war damals noch abstrakt in den Trilogverhandlungen mitten in der Nacht in Brüssel und Straßburg. Und was wir damals gesehen haben, kann ich Ihnen sagen, war alles überwiegend noch nicht brauchbar. Das haben wir damals alle festgestellt. Aber die Idee ist festgehalten, die Datenschutzgrundverordnung hat es explizit vorgesehen und vielleicht sehen wir ja in 3-4 Jahren überall auf der Welt die Entwürfe von Frau Wenig und ihrem Team dann in den entsprechenden Datenschutzanwendungen. Darüber würde ich mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sellmeier. Sie haben gesagt, das fand ich ganz interessant, dass Sie meinen, man wollte auch mal sehen, was so die Öffentlichkeit dann daraus macht. Ja. Auf das würde ich gerne dann nachher noch ein bisschen eingehen, aber zuerst würde ich gerne den Herrn Schmiedl fragen, was denn seine Position zu dieser Sachlage ist. Ja, danke. Also man muss jetzt dazu sagen, dass im Rahmen der behördlichen Verfahren Bildsymbole bis jetzt keine Bedeutung gehabt haben, ja. Wenn wir Verfahren führen, dann führen wir die Verfahren auf Basis von Beschwerden, die bei uns eingereicht werden, oder weil wir etwas amtswegig feststellen müssen. Und da muss ich gestehen, dass die Bildsymbole keine Rolle gespielt haben bisher. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass sie keine Bedeutung haben. Also ich möchte auch dem SIGA-Team sehr herzlich gratulieren für diese übersichtliche und auch klare Darstellung. Und es wurde eh schon mehrfach betont, dass Bilder wesentlich mehr zum Ausdruck bringen können als Worte oder zumindest in einer wesentlich komprimierteren Form. Und ich möchte nicht ausschließen, dass das in weiterer Folge natürlich auch eine Rolle spielen kann in Verfahren vor den Aufsichtsbehörden. Zum Beispiel, wenn jetzt Informationen, und das war, glaube ich, der Ausgangspunkt, den der Professor Fago am Anfang erwähnt hat, wenn jetzt die Informationen, die Benutzern oder Betroffenen zur Verfügung zu stellen sind, welche Daten werden von mir verarbeitet, werden sie übermittelt an Drittstaaten, ja, nein. Das kann ja auch mit Hilfe von Bildsymbolen dargestellt werden. Und da ist es natürlich auch denkbar, dass wenn das in einer ungenügenden Art und Weise erfolgt und zum Beispiel in einer Art und Weise erfolgt, dass die Betroffenen sich nicht auskennen oder einem Bildsymbol einen völlig falschen Inhalt unterstellen, dann kann das natürlich durchaus sein, dass das dann auch vor der Behörde landet und die wird sich dann damit auseinandersetzen müssen. Aber wie gesagt, bis jetzt hat das in den Verfahren vor der Datenschutzbehörde noch keine Rolle gespielt. Danke, Herr Schmiedl. Für mich in diesem Prozess mit der Arbeit mit den Juristen und Designern und auch im Lesen der Datenschutzgrundverordnung hat sich für mich eine ganz klare Frage herausgestellt, die ich jetzt mal ein bisschen provokant formulieren möchte, nämlich genügt es, Gesetze zu erlassen, ohne die Usability dieser Gesetze mit zu berücksichtigen. Damit meine ich einerseits die Verständlichkeit der Gesetzestexte, aber auch natürlich die Folgewirkungen, die diese Gesetze haben, besonders wenn sie in einem Anwendungsbereich wie das Internet schlagend werden. Dazu würde ich gerne den Professor Burgerthofer, lieber Peter, würde ich dich gerne fragen, wie, da du ja Experte für User Experience Design bist, ja, wo du die Herausforderungen siehst in der Anwendung und Information der Konsumenten durch solche Gesetze. Naja, also du hast ja vorhin die Frage gestellt, ob die Usability des Webs durch solche Icons oder durch die Datenschutzgrundverordnung besser geworden ist. Und ich glaube, wir haben alle erlebt, dass
eher das Gegenteil passiert ist. Nicht? Wir sind plötzlich mit der Information darüber konfrontiert worden, wie denn, welche Information denn wohin geschickt wird und welche Cookies gesetzt werden. Und wir wissen, dass die meisten Menschen dann auf Accept klicken, vor allem auch durch die ebenfalls von dir angesprochenen Dark Patterns, die da verwendet werden, wie dass der Button, mit dem ich das ändern kann, so ausschaut, als wäre er deaktiviert, aber in Wirklichkeit ist er der Schlüssel dazu, dass ich mich aus dieser Industrie herausnehme. Ne? Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was die Preisträgerin vorhin gemeint hat, nämlich, dass es so schwierig war, sich darauf zu einigen, welche Begriffe denn überhaupt in diesen Icons drinnen sein sollen. Und da drin liegt für mich ein Grundproblem der ganzen Materie, dass wir nämlich eigentlich alle überhaupt nicht wissen, was mit diesen Daten passiert und was, um was für Probleme es denn eigentlich geht. Also wenn Daten ins Ausland übertragen werden von einer Anwendung, dann kann das heißen, dass der Login auf den Servern der Firma dort gespeichert wird und gut verwahrt und gut verschlüsselt aufgehoben wird. Es kann heißen, dass mein Passwort unverschlüsselt auf irgendeinem lausigen Server irgendwo herumliegt. Oder es kann heißen, dass meine Daten in diesen, wie man heute sagt, Surveillance Capitalist Complex hineinfließt, was ungefähr so 7.500 Firmen sind, die dann auf Teufel komm heraus Profile über mich anfertigen mit den Informationen, die da ihnen da zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben noch keinen Weg gefunden, zwischen dem ersten, dem zweiten und dem dritten Fall so zu unterscheiden, dass die Leute eine informierte Entscheidung treffen können. Und ich glaube, da liegt ein Grundproblem, nicht? Diese Icons können uns ein Stück weit erzählen, was passiert. Und wenn Daten nicht ins Ausland übertragen werden, kann ich davon ausgehen, dass sie auch nicht in diese riesige Maschinerie hineinfließen. Aber in Wirklichkeit ist es ganz unschuldig, wenn jemand gut auf meine Daten aufpasst, in einer globalen Datenwirtschaft, ob das in Wien oder in Kramat-Neusiedl oder auf den Kanarischen Inseln ist. Aber wenn meine Daten unter demselben Titel, mit demselben vermittelten Icon hier die große Maschinerie füttern, dann bin ich unglücklich. Ne? Beantwortet die Frage ungefähr? Ich glaube, ich habe sie aus den Augen verloren während dem Reden. Ich denke, dass wenn ich so versuche, einen allgemeinen Zustand zu unserer Internetnutzung zu formulieren, glaube ich, dass sehr, sehr viele Leute den Eindruck haben, dass der Zug sowieso abgefahren ist. Ja? Mhm. Es gibt einfach eine Ermüdung, ja, zu diesem Thema, wo viele Leute sagen, es ist eh wurscht. Ja? Denn egal, was ich mache, es gibt keine Privatsphäre mehr, ja? Die das als Fakt akzeptieren und damit sich im Netz bewegen, das einfach quasi ausschließen oder mit akzeptieren als Notwendigkeit einer Netznutzung. Ja? Ich würde gerne das Panel fragen, dieser Eindruck, den die Öffentlichkeit hat, der auch darin besteht, dass der Gesetzgeber nämlich immer hinten nachhängt, ja? Die Industrie immer schneller ist, ja? Und dass der Gesetzgeber dann zum Beispiel auch nicht berücksichtigt, ja, dass solche Dark Patterns auch nicht erlaubt sind. Also dass es wieder eine Abbiegespur gibt, wo man das wieder umgehen kann, indem man die Leute wieder neu täuschen kann. Ja? Eine Frage ist, wieso sind solche Verordnungen wie die Datenschutzgrundverordnung, ja, im gewissen Sinn natürlich ein legitimer juristischer Text, aber warum wird nicht mit berücksichtigt, welche Auswirkungen das hat in der Usability oder wie das Netz dann darauf reagiert? Ja? Das würde ich gerne wissen. Bitte, Herr Sellmeier. Sie sind stumm. So, jetzt können Sie mich hören. Herr Katak, wenn ich da gleich eingreifen darf, ich glaube, Sie stellen das ein bisschen zu pessimistisch dar, aus meiner Sicht. Ich glaube, die Tatsache, dass die Menschen im Internet wesentlich
resigniert haben, ist nicht die Folge der Datenschutzgrundverordnung, sondern das ist die Folge der Dominanz datenmächtiger Unternehmen. Und diejenigen, die den Tod der Privacy erklärt haben, das waren nicht der Gesetzgeber, sondern das waren die großen Internetunternehmen, vor allem Mark Zuckerberg. Und da haben sich eigentlich Anfang der 2000er, ab 2010 eigentlich die Menschen daran gewöhnt. Und die Datenschutzgrundverordnung stellt aus meiner Sicht den letzten Versuch dar, um in diesem wilden Westen, der hier in der Datennutzung teilweise hergestellt worden war, durch große, marktmächtige amerikanische Datenunternehmen überwiegend, ein bisschen wieder die Selbstbestimmung des Einzelnen zurückzubekommen. Das ist eine ganz gezielt europäische Antwort. Und im Ergebnis ist dieser Versuch der Eingrenzung zumindest teilweise gelungen. Das liegt vor allem auch daran, dass die nationalen Datenschutzbehörden sehr aktiv hier tätig geworden sind. Sie sind ja auch ermächtigt worden. Und dass durch den Erlass der Datenschutzgrundverordnung viele Menschen überhaupt erst wieder Klarheit da bekommen haben, dass sie Rechte haben, dass man diese Rechte auch durch Beschwerden einklagen kann. Und allein diese Debatte, die wir heute haben, die wäre ja vor 10 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil wir vor 10 Jahren wir über diese filigranen Details der User-Ermächtigung gar nicht gesprochen hätten. Wir hätten gesagt, das hat eh keinen Sinn, weil damals hatten wir eine Datenschutzrichtlinie, die überhaupt in den meisten Mitgliedstaaten weder umgesetzt worden war, sondern da sie auch nicht mit Sanktionen ausgestattet war, war sie deshalb auch gar nicht irgendwie beachtlich. Also heute reden wir darüber. Wir haben mal festgestellt, dass der Begriff GDPR, die englische Abkürzung der Datenschutzgrundverordnung, zum Zeitpunkt der Inkrafttreten der Verordnung öfter im Internet erschien als das Wort Lady Gaga. Das ist nicht nur positiv zu sehen, natürlich haben alle auch verzweifelt danach gesucht, aber zumindest ist es dadurch ein bisschen sexy, natürlich auch kontrovers geworden. Aber die Debatte, die wir jetzt führen, ist, glaube ich, richtig und man hat sehr wohl an die Usability gedacht. Deshalb hat man ja nicht jedes einzelne Detail festgelegt. Also wenn man die damals diskutierten und auf der Standard-Webseite ja gezeigten Symbole gesetzlich festgelegt hätten, dann hätten sie recht. Dann hätte man eine Regelung erlassen und dann hätte man Symbole geschaffen, an die wir uns wahrscheinlich nur schwer gewöhnt hätten. Dass man es jetzt umgekehrt macht. Man sagt, es gibt Regeln, die kann man durch Symbole in Kombination darstellen. Und das überlassen wir jetzt Forschung, Wissenschaft und Praxis, das zu entwickeln, bis die verbindlich erklärt werden. Das ist, glaube ich, der nutzerfreundliche Ansatz. Und der führt zu etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist. Es geht uns doch darum, das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, das informationale Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen zu stärken. Und das tun wir natürlich am besten durch eine Debatte wie die heutige, durch das Testen und dadurch, dass wir auch die Verbraucher mit informieren und sie mit einbeziehen und hören, was akzeptieren die eigentlich? Und natürlich wollen die nicht alle auf einen grünen oder einen schwarzen Knopf drücken und die wollen wissen, was passiert. Die Verbraucher sind, glaube ich, sehr viel intelligenter, als wir das manchmal glauben. Ich glaube nach wie vor an den selbstbestimmten Verbraucher in Europa, dass es dafür auch einige gibt, die faul sind, die einfach wegklicken. Das mag sein, das gehört auch zum Leben dazu. Aber ich glaube, die Datenschutzgrundverordnung gibt zumindest die Möglichkeit, mehr über sich selbst zu bestimmen, auch wenn nicht jeder von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will. Das kennen wir alle von uns aus dem Alltag. Also eine etwas nuanciertere Betrachtungsweise. Und ich glaube, es war richtig, damals nur einen Rahmen vorzugehen und die Details den Nutzern, Datenschutzbehörden und der Forschung zu überlassen. Sonst würden wir heute nicht zusammensitzen. Vielen Dank, Herr Sellmeier. Burkhard Hofer, dann Herr Riedl und dann Rebecca Wenig. Zur Wortmeldung. Ich stimme dem größtenteils zu und ich möchte vielleicht mein voriges Statement ein bisschen präzisieren. Was die Usability des Internets oder des World Wide Webs reduziert hat, war nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern die Versuche der Unternehmen, sie möglichst zu umgehen. Und das ist eine Geschichte, die man, glaube ich, sehr differenziert betrachten muss. Das ist passiert bei Gesetzen immer, wenn sie neu sind. Dass man versucht, so weiterzumachen, als wären sie nicht da, mit ein bisschen Tricks und Schwänzeln und Umgehungsversuchen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das dauert dann halt eine Zeit, bis, weiß ich, da möchte ich zum Beispiel den Max Schrems und 904 Business erwähnen, die dann über Klagen durchsetzen, dass das, was in den Verordnungen oder Gesetzen drinnen steht, tatsächlich ernst genommen wird und auch umgesetzt wird. Und wenn das passiert, dann wird das alles wieder weggehen und es wird alles wieder viel ruhiger und angenehmer werden. Aber im Moment leben wir halt in dieser Reibungsfläche zwischen gesetzlicher, wie soll ich sagen, dem Sinn und dem, was das Gesetz eigentlich möchte und dem, wie es ausgelegt wird, um es möglichst wenig befolgen zu müssen. Und das ist ein unangenehmer Platz. Das
kann man sagen. Ne? Aber die Schuld liegt nicht beim Gesetz, sondern die liegt bei denen, die sich nicht dran halten wollen. Danke, Peter. Ich möchte vielleicht klarstellen, ich habe die Datenschutzgrundverordnung nicht verantwortlich gemacht. Für diese Situation habe ich sie für andere Dinge verantwortlich oder für das Fehlen von bestimmten Dingen. Aber jetzt bitte, Herr Riedl. Dankeschön. Ich wollte nur auf einen Aspekt noch Bezug nehmen, weil er auch gefallen ist, von wegen die Regelungen im Rahmen des Datenschutzregimes auf Unionsebene seien ebenso unverständlich bürgerfern und würden abseits der Mainstream-Usability liegen. Natürlich muss man mit einem gewissen Grad dafür Verständnis haben, dass das wahrscheinlich im Ergebnis so scheint. Wenn man auch diesen Entstehungsprozess, und ich kenne den ja wieder, Herr Selmer ja schon gesagt hat, von der mitgliedstaatlichen Seite auf der anderen Seite aus den Verhandlungen heraus, sich vergegenwärtigt, wie so ein Prozess abläuft, ist das auch mitunter nicht immer ganz verwunderlich. Denn hier sitzen 28 Mitgliedstaaten plus Kommission plus diverse Pressure Groups von außen mehr oder weniger mit indirekt am Tisch. Und man muss ja eine Lösung finden, die für alle Positionen vertretbar und erträglich ist. Und man einigt sich da auf einen Wortlaut, in dem sich dann alle Mitgliedstaaten wiederfinden, obwohl sie unmittelbar davor völlig diametral ausgestaltete Positionen vertreten haben. Das heißt, das Ergebnis kann immer nur eine Kompromissformulierung sein, unter der natürlich vielfach dann die Qualität und Aussagekraft leidet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war das hehre Ziel der Datenschutzgrundverordnung eben auch, eine technologieneutrale Ausgestaltung zu gewährleisten, um eben genau das, was eigentlich die Datenschutzrichtlinie davor schon eigentlich über die Jahrzehnte hinweg gut gemacht hat, nämlich eigentlich gut über die Zeit zu kommen. Und wenn wir uns ausrechnen, 1995 ist die Datenschutzrichtlinie entstanden, die hat bis 2018 gegolten. Also das sind über 2 Jahrzehnte in einer Zeit, wo sich das Internet entwickelt hat, wo es Social-Media-Entwicklungen gegeben hat, und letztendlich natürlich nicht mehr in Perfektion, aber im Grunde nach hat auch die Datenschutzrichtlinie das noch abgedeckt, wenngleich halt mit gewissen Verbesserungen, die notwendig waren. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man es auch sehen, dass dieses hehre Ziel der Technologieneutralität natürlich ein wichtiges ist, um eben nicht in jeder Sekunde hinter der technischen Entwicklung hinterherzuhinken. Und wie das immer auch von Simitis gesagt hat, also in dem Moment, wo die rechtlichen Regime im Datenschutz erlassen werden, sind sie schon wieder veraltet. Das ist bis zu einem gewissen Grad richtig. Ich kann es eben nur damit ausgleichen, als ich versuche, möglichst technologieneutral zu sein. Für die Datenschutzgrundverordnung fällt mir dazu aus aktuellem Anlass etwa ein, dass wir vielfach diskutiert haben, wie man jetzt im Zusammenhang mit dem Contact Tracing und der Covid-Krise umgeht. Niemand hatte im Jahr 2012, wie wir begonnen haben, bei der Datenschutzgrundverordnung zu verhandeln, die Idee, dass es irgendwann eine Pandemie geben wird und man irgendwann einmal Telefone zum Tracen von allfällig infizierten Personen verwenden wird. Niemand hat daran gedacht, Mobilitätsströme auszuwerten zum Zweck der Verhinderung einer Pandemie. Das waren alles Überlegungen, die sind ad hoc jetzt entstanden in den letzten Wochen und Monaten. Und dennoch muss man sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung zumindest diesen Praxistest meiner Meinung nach gut bestanden hat, denn es gibt dafür ein Regelungswerk, obwohl es dafür spezifisch niemals mitgedacht solche Überlegungen im Vorfeld gegeben hat. Und ich glaube, das zeigt doch, dass man hier im Grunde genommen auf einem guten Weg ist, auf einem richtigen Weg ist. Und letzter Aspekt noch vielleicht, ich gebe Ihnen da völlig recht, also würden dann die Unternehmen ihre Energie, die sie dafür aufwenden, Dinge umgehen zu können, darin investieren, zu sehen, wie kann ich es am bestmöglichen für mein Unternehmen selbst umsetzen und rechtskonform ausgestalten, dann wäre das ein guter Weg. Und ich repliziere hier auf eine Aussage der Leiterin der Datenschutzbehörde, der Frau Dr. Jelinek, die immer sagt, bevor sich die Unternehmen bei uns stundenlang, wochenlang, tagelang mit Rechtsberatung darüber den Kopf zu brechen, ob sie ein Datenverarbeitungsverzeichnis führen müssen oder ob sie unter eine Ausnahme fallen, würden sie diese Zeit darin investieren, ein solches Verzeichnis einfach zu erstellen, wäre das wesentlich zeitgünstiger, in der Sache wesentlich sinnvoller als diese verschwendeten Energien für Überlegungen, wie kann ich einem rechtlichen Regime entgehen. Danke, Riedl. Rebecca Wenig und dann Herr Ofenauer, bitte. Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, auf diese Selbstermächtigung, die man hat und dass man sich persönlich auf die DSVGO berufen kann und theoretisch Facebook anklagen kann. Also an sich finde ich das sehr interessant, wenn man das aus der Perspektive des Designers betrachtet, weil also aus meiner persönlichen Recherche weiß ich auch, dass es einfach um Manipulation in vielerlei geht, wenn man ein digitales Produkt entwickelt.
Und ich als User muss erstmal wissen, was klage ich eigentlich an? Und ich glaube, das ist einfach oftmals dieses Schlupfloch, das genutzt wird, wenn ich Facebook nutze oder andere Apps, bei denen mir überhaupt nicht bewusst ist, dass ich manipuliert werde, dass bestimmte Daten weiterverkauft werden und ich das einfach nicht bewusst entscheide, dass es so ist, dann klage ich es auch nicht an. Und ich fände es interessant oder spannend, wenn die Diskussion auch in dieser Kreativbranche mehr zustande kommen würde, was kreiere ich als Designer eigentlich für ein Produkt und inwiefern manipuliere ich jemanden in eine Aktion hinein, gegen der er sich irgendwie auch nicht wirklich wehren oder klagen kann, weil er sich dessen auch gar nicht richtig bewusst ist. Also diese Ebene, die da mit reinspielt, finde ich, ist oftmals auch irgendwie das Schlupfloch, das am meisten von bestimmten größeren Institutionen genutzt wird. Ja. Danke, Becker. Offenauer. Ja, ich glaube, wir müssen uns ganz einfach vor Augen halten, dass jeder Gesetzgebungsprozess im Grunde ein Prozess ist der Abwägung der unterschiedlichsten Interessen, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Und das ist natürlich mit sich bringt, dass man sich auf Begriffe einigen muss und diese Einigung auf verschiedene Begriffe möglicherweise auch auf Kosten der Klarheit geht. Dann müssen wir uns, glaube ich, auch vor Augen halten, dass viele Menschen zwar schnell und laut nach Regeln rufen, gleichzeitig aber auch mitgedacht wird, das ist in der Diskussion schon angesprochen worden, gleichzeitig auch mitgedacht wird, wie kann ich diese Regeln umgehen. Dann habe ich auch den Eindruck, dass die Tatsache, dass der Schutz der personenbezogenen Daten ein Grundrecht ist, vielen Menschen schlicht und ergreifend nicht bewusst ist. Und irgendwie doch noch die Meinung vorherrschen dürfte, dass im Internet sowieso alles gratis ist und es den Menschen nicht bewusst ist, dass sie im Internet, auch wenn es vermeintlich kostenfrei ist, sie bezahlen, und zwar bezahlen sie mit ihren Daten. Und diese Daten als Grundrecht sind eine mittlerweile sehr harte Währung. Und ich glaube, dass da auch die DSGVO und die Diskussion rund um die Einhaltung oder Nichteinhaltung der DSGVO einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es den Menschen bewusst wird oder bewusst gemacht wird, dass ihre Daten wertvoll sind und dass sie auch wert sind, geschützt zu werden, vor allem im Internet. Stellmeier, bitte. Na, nur ganz kurz noch 3 Punkte zum Abschluss. Ich stimme dem zu, was Herr Uffenhauer gerade gesagt hat. Zum Ersten vergessen wir nicht, dass die Datenschutzgrundverordnung gerade erst mal 2 Jahre lang in unserem ganzen Kontinent in Kraft ist. Das ist noch ein sehr kurzer Zeitraum. Dass überwiegend die Beschwerden eher von denjenigen sind, die sagen, das sind zu viele Regeln, als diejenigen kommen, die sagen, es sind zu wenig Regeln. Weil natürlich das für viele, die Regeln gab es ja vorher schon, wie Herr Riedlich gesagt hat. Die Datenschutzrichtlinie war schon vorher da, sie war noch nicht so sichtbar, weil sie nicht mit entsprechenden Sanktionen und Durchsetzungsmechanismen ausgestattet war. Also vergessen wir das nicht. Ich glaube, man muss einem Gesetzeswerk von dieser Bedeutung auch ein bisschen Zeit lassen. Ich bin sicher, dass wir die Datenschutzgrundverordnung auch mindestens weitere 10 Jahre haben werden und man sich also Zeit haben wird, um sich daran zu gewöhnen. Der zweite Punkt, den ich, um auf Frau Wenig einzugehen, also ich glaube, Sie haben völlig recht, es wäre ein Fehler, wenn man die Durchsetzung des Datenschutzrechts nur privatisieren würde, also wenn man nur das dem Einzelnen überlässt, weil der Einzelne ist natürlich in einer strukturellen, schwächeren Position gegenüber denjenigen, die mit technischen oder marktmächtigen Mitteln die Produkte so designen können, wie Sie das angesprochen haben. Deshalb tut das ja die Datenschutzgrundverordnung auch nicht, sondern der Kern, der Königsweg zur Durchsetzung geht über die nationalen Aufsichtsbehörden, die dazu auch entsprechend ausgestattet worden sind mit Unabhängigkeit und Ressourcen. Das könnte noch besser werden, ist aber deutlich besser, als das vor einigen Jahren war. Vor einigen Jahren gab es Datenschutzbehörden, die hatten 2 Personen als Angestellte und saßen in der Fußgängerzone über einer Garage. Und heute sind die doch alle, auch in Österreich natürlich, ganz solide ausgestattet, auch wenn natürlich Frau Jelinek, wenn sie hier wäre, nochmal sagen würde, sie könnte auch noch besser ausgestattet sein. Aber das sind diejenigen, die öffentliche Durchsetzung ist der Kern. Und dann gibt es natürlich Gott sei Dank Aktivisten wie Max Schrems und andere, die die Möglichkeiten der Datenschutzgrundverordnung auch
im privaten Klageweg nutzen. Das ist sehr hilfreich, vor allem da das jetzt auch mit Schadensersatzkonsequenzen ausgestattet ist. Und das wird dann am Ende wirklich wehtun. Das heißt, das Design, dass man das von vornherein berücksichtigt, die Interessen der Juden, das kann nicht dem Einzelnen überlassen werden, sondern dazu gibt es öffentliche Interessen. Und meine letzte Bemerkung ist noch, weil Herr Riedlich etwas gesagt hat, was vielleicht in den Diskussionen im Rat damals richtig war, aber sicher nicht in der Kommission. Man hat sehr wohl 2010 fing ja die Arbeit in der Datenschutzgrundverordnung an eine Pandemie gedacht. Denn damals, das ist uns heute vielleicht nicht mehr ganz in Erinnerung, damals war bereits der SARS-Virus ausgebrochen und der H1N1-Virus, der zwar nicht zu einer so schrecklichen Pandemie geführt hat wie jetzt Corona, aber wir kannten bereits davon. Und deshalb taucht der Begriff Pandemie oder grenzüberschreitende Gesundheitsgefahr ausdrücklich in der Datenschutzgrundverordnung aus und erlaubt deshalb die Maßnahmen, die Herr Riedlich angesprochen hat. Das hat man explizit damals gesagt. Wenn man eine Pandemie hat, dann muss man auch Contact Tracing machen können. Dann muss man auch gewisse Rechte einschränken können. Das ist notwendig, weil der Schutz der öffentlichen Gesundheit und des menschlichen Lebens am Ende dann vor dem Datenschutzgrundrecht natürlich Vorrang haben muss. Also insofern können wir eigentlich damit ganz gut arbeiten. Auch die grenzüberschreitende Vernetzung von Corona-Warn-Apps ist möglich. Es scheitert manchmal an der technischen Frage. Wir haben bislang 7 Mitgliedstaaten miteinander vernetzt. Aber ich bin ganz sicher, in den kommenden Wochen wird es uns auch bei den anderen gehen. Also das Datenschutzrecht hat sich bisher pandemietauglich gezeigt, wie Herr Riedlich ja auch gesagt hat. Und das liegt daran, dass diese Grundverordnung durchaus nicht einfach im Elfenbeinturm entstanden ist, sondern in langjährigen Diskussionen mit allen Mitgliedstaaten, den Datenschutzexperten und sehr stark mit der Wissenschaft, weshalb Herr Forgo, ja, den Jan-Philipp Albrecht und auch andere Akteure aus diesem Prozess schon seit vielen Jahren mit seinem Rat begleitet hat. So, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Abschließend möchte ich vielleicht versuchen, einen Blick in eine mögliche Zukunft zu werfen. Wenn ganz richtig festgestellt wird, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht nur die Rechte der Bürger festsetzt, sondern auch deren Ermächtigung ermöglichen soll, ja, dann frage ich mich, ob ein Gesetzestext ausreicht für ein technisches Medium, ohne auch eine technische Lösung dafür anzubieten. Es gibt mittlerweile für jeden Browser eine Summe an Add-ons, die es mir ermöglichen, Cookies zu verweigern, mein Tracking, das Tracking-Verhalten der Webseiten zu unterbinden, etc. Meine Frage ist, wäre es nicht notwendig, dass die EU als Gesetzgeber auch eine technische Lösung dafür anbietet, wie zum Beispiel ein EU-Plugin, ein EU-Web-Plugin, ja, dass unbestrittenermaßen dann seriös, offiziell ist, wo ich als im Sinne der Convenience, der Bequemlichkeit, und darum geht es, ja, zu weiten Maßen bei der Nutzung dieser Medien, ja, eine Voreinstellung machen kann, was ich akzeptieren möchte, was ich nicht akzeptieren möchte, wo ich es einmal tue, ja, hier mein Profil als Konsument aufbaue und dann dieses Ding quasi das für mich erledigt. Wäre das nicht eine echte Ermächtigung? Peter? Ja, also ich fürchte, das ist, wie man bei uns sagt, Techno-Solutionism. Ja, also zu glauben, dass wir hier technologisch indizierte Probleme mit draufwerfen von noch mehr Technologie lösen können. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wir sehen zum Beispiel, dass die Browser schon seit Jahren eine Do Not Track Me Einstellung haben, die eher dazu geführt haben, dass es mehr Tracking gibt, weil die Leute, die das einschalten, sich zu erkennen geben als besonders wertvolle Daten. Wir haben es hier nicht mit Unternehmen zu tun, die diese Regeln brechen, die im europäischen Rechtsraum belangt werden können, sondern die größtenteils außerhalb sind und die sich nicht darum kümmern. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass zum Beispiel in Kalifornien Datenschutzgesetze beschlossen werden, durchaus nach dem Vorbild der DSGVO, genau. Was ich einen der ganz großen, wie soll ich sagen, die Ausstrahlungswirkung der DSGVO in die Welt sehe, die jetzt sogar noch verschärft wurden in der Wahl mit einer Abstimmung angenommen, die, glaube ich, mehr bringen, als wenn wir uns da auf etwas einlassen, was eine höchst zweifelhafte und nicht überprüfbare Wirkung hat. Selma?
Ja, ich würde auch Herrn Bogota Tufas zustimmen. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe der Europäischen Union, technische Lösungen vorzuschreiben. Das können wir auch gar nicht, weil die relativ schnell wieder out of date werden. Aber wir können sie natürlich ermöglichen, indem wir unseren Rechtsrahmen durchsetzen. Und ich selbst habe hier in Österreich viele Anbieter schon kennengelernt und auch selbst getestet, die mir es ermöglichen, eine Software auf meinen Computer aufzuspielen, die genau diese Aufgaben, die Sie, Herr Gartag, eben geschildert haben, für mich übernehmen. Der eine ist vielleicht besser, der andere weniger besser. Aber ich glaube, hier gibt es mittlerweile einen Markt für datenschutzfreundliche Anwendungen. Und wenn sich die Ausstrahlungswirkung der Datenschutzgrundverordnung weltweit noch weiter verstärkt, sie ist jetzt praktisch identisch, auch in Japan geltend, Herr Purgatova hat Kalifornien angesprochen, auf dem Capitol Hill in den USA wird eine föderale Regelung sogar angedacht und wir haben mehrere kontinentalweite Ausstreckungen der Datenschutzgrundverordnung auch über andere Regelwerke wie die Konvention des Europarates. Also insofern glaube ich, der Gesetzgeber ist dafür da, den Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich technologische Entwicklungen anbieten können. Und jedenfalls ist durch die Datenschutzgrundverordnung das Angebot von Privatsphäre bei solchen Angeboten ein Wettbewerbsvorteil mittlerweile geworden. Also viele bieten solche Produkte und Anwendungen jetzt an. Und ich glaube, daraufhin sollte man setzen. Etwas Wettbewerb tut auch gut, wenn der rechtliche Rahmen stimmt. Danke, Herr Selmer. Wir sind am Ende der Diskussion angelangt. Ich möchte vielleicht Nicolas Forgo noch um ein Schlusswort. Ich möchte auch kein Schlusswort sagen, außer mich ganz herzlich bedanken bei allen, vor allem mal bei dir, Oliver, dafür, dass ich so viel lernen durfte in diesem Projekt, beim Peter genauso, bei den Studierenden, die sich so stark darauf eingelassen haben und auch bei Ihnen allen, die Sie sich die Zeit genommen haben, in dieser doch sehr intensiven Zeit, in der wir leben, mit uns gemeinsam über dieses Thema nachzudenken. Ich bin Ihnen sehr dankbar, auch im Namen der Zuseherinnen und Zuseher, von denen wir erfreulich viele hatten. Dankeschön. Vielen Dank, Nicolas. Dann danke ich mich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Diskussion. Herzlichen Dank für Ihren Input, für Ihre Zeit. Ein sehr spannendes Thema, von dem ich sicher bin, dass es uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Ich verabschiede mich jetzt von den Zuschauern auf YouTube und bedanke mich. Wiedersehen. Danke, Wiedersehen.